I'm so moved. I have to tell you, I didn't know what to expect when I came here. Also vielen, vielen Dank. Ich bin so bewegt, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, als ich hierher kam. And to hear those words together with the Hatikva. Und wenn ich dann solche Worte höre und auch sowas wie die Hatikva. Which is a song that people sang, the Jewish people sang, while they were led by the trains to the concentration camps. Das war auch ein Lied, das die Juden in den Zügen gesungen haben, die sie in die Konzentrationslager gebracht haben. And to hear now this song here with all of what you are doing here is very moving. Und wenn ich dieses Lied hier höre zusammen mit all dem, was ihr und sie tun, das ist für mich sehr, sehr bewegend. First of all, I want to thank Pastor Jobst for his hospitality and for inviting me to visit here in Tübingen. Und zuerst möchte ich Pastor Jobst danken für seine Gastfreundschaft und auch die Möglichkeit, mich hierher einzuladen, dass ich mit euch zusammen sein kann. For me it was a very important visit. Das war ein sehr wichtiger Besuch für mich. Und das, was Sie hier tun mit dem Brechen des Schweigens, das ist so wichtig. For our future, für unsere Zukunft. For the humankind future, für die Zukunft der ganzen Menschheit. And for that I have to say thank you. Und dafür muss ich mich einfach bedanken. I want to welcome Mr. Lev Lerner from the Jewish community that is with us also. Und ich möchte auch Herrn Lev Lerner begrüßen von der jüdischen Gemeinschaft hier. And of course all of you ladies and gentlemen that bother yourself in this evening to hear what I have to say. Und natürlich auch alle Sie, meine Damen und Herren, die sich heute Abend die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen, um das zu hören, was ich zu sagen habe. Dear friends. Liebe Freunde. Last year Israel and Germany im letzten Jahr celebrated 50 years of diplomatic relations. Haben Israel und Deutschland 50 Jahre von diplomatischen Beziehungen gefeiert. These relations for many Israelis and Jews around the world are fraught with significance, feelings, memories and scars. Und diese Beziehungen sind für viele in Israel und auch Juden weltweit beladen mit voller Bedeutung, voller Gefühle, voller Gedanken und auch Narben. For me, this visit might be the most complex and emotional visit in my public career. Und für mich ist dieser Besuch vielleicht der emotionalste und auch der komplexeste in meiner ganzen öffentlichen Karriere. I was born in Israel. Ich bin in Israel geboren. The great grandson of the person that built the first house in the city of Rehovot that was founded in 1890. Und ich bin der Urenkel desjenigen, der das erste Haus in Rehovot gebaut hat. Das war eine Stadt, die bereits im Jahr 1890 gegründet wurde. But I'm also the grandson of Alinka Kuttner. Aber ich bin auch der Enkel von Alinka Kuttner. From Poland. Sie ist aus Polen. Who managed to survive the attempt Nazi extermination of the Jewish people. Und sie konnte den versuchten den Mordversuch der Nazis überleben, die das jüdische Volk auslöschen wollten. Together with her younger sister, she managed to escape across Europe, losing all of her other relatives, including her parents and her little brother. Und zusammen mit ihrer jüngeren Schwester gelang es ihr, quer durch ganz Europa zu entkommen. Aber dabei hat sie alle ihre anderen Verwandten verloren, darunter auch ihre Eltern und ihren jüngeren Bruder. All of this just when she was a young girl. Und all das passierte, als sie selbst nur ein kleines Mädchen war. Throughout my childhood, I noticed her eyes full of joy. Und in meiner ganzen Kindheit sind mir immer ihre Augen aufgefallen, die so voller Freude waren. Her big smile. Ihr breites Lächeln, her sense of humor, ihr Sinn für Humor, and her happiness about little things in life. Und wie sehr sie sich an kleinen Dingen im Leben freuen konnte. However, in addition to that, there remained an unmistakable and constant dampness in their eyes. Aber trotz all dem war immer eine unübersehbare und beständige, wie ein Schleier über ihren Augen, eine Feuchtigkeit. For she always carried with her the memories of loved ones gone forever. Denn sie trug beständig die Erinnerung an all die in sich, die sie für immer verloren hatte. Ladies and gentlemen, in Judaism, we have 613 commandments. Meine Damen und Herren, im jüdischen Glauben haben wir 613 Gebote. After the war, the great Jewish philosopher and Holocaust survivors, Emil Fackenheim, added the 614th. Aber nach dem Krieg fügte der große jüdische Philosoph und Holocaust-Überlebende Emil Fackenheim ein 614. Gebot dazu. Jews should continue live, ensure the continuing survival of our people and not give Hitler a victory by ever allowing ourselves to be placed in a danger again.
Die Juden müssen weiterleben und sie müssen sicherstellen, dass das weitere Überleben unseres Volkes gewährleistet ist, um so Hitler nicht einen nachträglichen Sieg noch zu gewähren, indem wir es zulassen, jemals wieder in solcher Gefahr zu stecken. My grandmother and many others who experienced unspeakable horrors decided that each and every day they would choose to live, and that is their victory. Und meine Großmutter hat sich zusammen mit vielen anderen, die ebenfalls diese unaussprechlichen Schrecken ertragen hat, hat sich jeden Tag neu dafür entschieden, dass sie sich für das Leben entscheiden würden. Und das ist ihr Sieg. In fact, the Jewish state has ensured the continuing survival of the Jewish people in a way that ensured the ultimate victory over Hitler and the Nazis. Es ist sogar so, dass der jüdische Staat die andauernde oder weiterdauernde Überleben des jüdischen Volkes so sichergestellt hat, dass das den letztendlichen Sieg über Hitler und die Nazis sichergestellt hat. 50 years ago, with this complex history in mind, Israel and Germany were able to establish diplomatic relations that have lasted and in fact thrived over the following decades. Und vor 50 Jahren, mit all dieser komplexen Geschichte im Hinterkopf, gelang es aber Israel und Deutschland, diplomatische Beziehungen aufzubauen, die Bestand hatten. Und die nicht nur Bestand hatten, sondern auch wirklich über die Jahre aufgeblüht sind. This is not only a complex relationship, it is a brave relationship, where we both, German and Israelis, able to use difficult past for better and brighter future. Und es ist nicht nur eine komplexe Beziehung, sondern es ist auch eine sehr mutige Beziehung, wo wir beide, die Deutschen und die Israelis, unsere schwierige Vergangenheit gebrauchen können, um eine bessere und hellere Zukunft zu gestalten. Germany has in fact became one of our greatest friends and allies. Und Deutschland ist wirklich einer unserer größten Freunde und Alliierten geworden. As an officer in the Israeli Navy, I can appreciate Germany's contribution to Israel's security and our strategic collaboration. Da ich selbst ein Offizier in der israelischen Streitmacht bin, kann ich Deutschlands Anteil an unserer Sicherheitsfrage sehr gut wertschätzen. Und auch unsere gemeinsame strategische Zusammenarbeit. Our relationship is founded on a mutual choice. Two countries that choose to live. Unsere Beziehung ist auf einer gegenseitigen Entscheidung aufgebaut, nämlich zwei Länder, die sich dafür entschieden haben, zu leben. Ladies and gentlemen, in the book of Deuteronomy we read. Meine Damen und Herren, im 5. Mosebuch lesen wir. I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before thee life and death, the blessing and the curse. Therefore choose life, that thou mayest live, thou and thy seed. Deuteronomy chapter 13. Ich rufe Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an diesem Tag, dass ich euch vorgelegt habe Leben und Tod, den Segen und den Fluch. Wählt deshalb das Leben, damit ihr leben könnt, ihr und eure Nachkommen. 5. Mose 30. My grandmother saw death and destruction with her own eyes and chose to live. Meine Großmutter sah Tod und Zerstörung mit ihren eigenen Augen, aber sie entschied sich zu leben. Israel and all of her citizens are choosing life every day. Israel und alle ihre Bürger entscheiden sich jeden Tag neu für Leben. Only 3 years after the Holocaust and the destruction of over a third of our people, national state for the Jewish people in our father's homeland was reestablished. Nur 3 Jahre nach dem Holocaust und nach der Zerstörung von mehr als einem Drittel unseres Volkes wurde dem jüdischen Volk die nationale Souveränität, ein eigener Staat, wiederhergestellt, und zwar in unserem Heimatland, in dem Land unserer Vorväter. After 2000 years of exile, in which Jewish life in the land of Israel never ceased, the international community formally recognized the right of the Jewish people to their homeland. Nach 2000 Jahren im Exil, in dem es nie aufgehört hatte, jüdisches Leben im Land Israels zu haben, hat die internationale Gemeinschaft endlich offiziell das Recht des jüdischen Volkes auf ihren eigenen Staat anerkannt. The Balfour Declaration in 1917, followed by the League of Nations Mandate, proclaimed by the San Remo Congress in 1920, and the United States Partition Plan of 1947, or international recognition of our right to return.
Die Balfour Declaration im Jahr 1917, gefolgt von dem Mandat des Völkerbundes, das im Kongress von San Remo im Jahr 1920 verkündet wurde, und dem Teilungsplan der Vereinten Nationen im Jahr 1947, waren alles internationale Anerkennungen unseres Rechts auf Rückkehr. We've built a country that moved from developing to developed in record time, and we have used this knowledge to help many others in developing world who have, like us, thrown off colonial rule. Wir haben in Rekordzeit unser Land von einem Entwicklungsland in ein entwickeltes Industrieland verändert. Und wir haben dieses Wissen darum gebraucht, um vielen anderen in der sich entwickelnden Welt zu helfen, die ebenfalls wie wir die Kolonialherrschaft abgeworfen haben. We live in a dry country, but we have made the deserts bloom. And we have used this knowledge to help others, including our neighbors, deal with issues of water management, desertification and agriculture. Wir leben in einem sehr trockenen Land, aber wir haben die Wüste zum Blühen gebracht. Und wir haben unser Wissen gebraucht, um anderen zu helfen, darunter auch unsere Nachbarn, um mit ihrem eigenen Wassermanagement klarzukommen oder der Ausbreitung der Wüstenflächen entgegenzuwirken und ihre Landwirtschaft zu fördern. Israel has become in short time a startup nation, where people come from all over the world to learn about innovation, creativity, research and technology. Und in sehr kurzer Zeit ist Israel zu einer Startup Nation geworden, wo Leute aus der ganzen Welt hinreisen, um etwas über Innovation, Kreativität, Forschung und Technologie zu erfahren. In fact, everyday people are experiencing Israeli innovation and invention, which is saving and bettering lives around the world. So ist es so, dass jeden Tag die Leute israelische Innovationen und Erfindungen genießen können und nutzen können, die auf der ganzen Welt Leben retten, die Lebensqualität erhöhen und verbessern. We return to the promised land and chose life. Wir sind zurückgekehrt in das verheißene Land und wir haben uns für Leben entschieden. From the first day that Israel was established, we asked and hoped for peace with our neighbors. We asked for peace, and the answer we got was war. Vom ersten Tag an, als Israel gegründet wurde, haben wir um Frieden gebeten und gehofft, und wir haben ihn von unseren Nachbarn erbeten. Wir haben um Frieden gebeten, aber die Antwort, die wir erhielten, war Krieg. Despite interruptions, rioted Arab residents of the Jews in Israel in 1921, in 1929, and in 1936, and despite the fact that during World War II, the Arab leadership, including the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, allied itself with Hitler and became the first non-German to apply for membership in the Nazi Party, and proclaimed openly that his only point of shared interest with the Nazis was their dream of Jewish annihilation. Und trotz aller Unterbrechungen, trotz immer wiederholten arabischen Aufständen gegen die Bürger Israels, das fand statt im Jahr 1921, 1929 und 1936, trotz der Tatsache, dass während des Zweiten Weltkriegs die ganze arabische Führungsriege, darunter auch der Mufti Jerusalems, Haj Amin al-Husseini, sie sich mit Hitler verbündet haben und er sogar zum ersten Nichtdeutschen war, der sich um Mitgliedschaft in der NSDAP beworben hatte und der öffentlich verkündete, dass sein einziger Punkt gemeinsamen Interesses mit den Nazis der Traum der Zerstörung des jüdischen Staates war. Despite this, we chose life. Trotz all dem haben wir uns für Leben entschieden. We declared a state that was recognized throughout the world. Und wir haben einen Staat aufgerufen, der auf der ganzen Welt anerkannt wurde. A declaration of the state was accompanied by invasion of 6 Arab armies into the land of Israel in order to destroy the newly established country. Aber die Ausrufung dieses neuen Staates war begleitet von einer Invasion von 6 arabischen Armeen, die in das Land Israel eindrangen, um sofort den neu gegründeten Staat zu vernichten. Fortunately, when we chose life, we received the blessing of God. Aber Gott sei Dank, als wir uns für das Leben entschieden haben, haben wir mehr als das bekommen, nämlich den Segen Gottes. We won our war of independence and all the war Israel has fought since. Wir haben unseren Unabhängigkeitskrieg gewonnen und jeden anderen Krieg, den Israel seitdem geführt hat. We won and learned that in order to live in Israel, we need to build an iron wall. Wir haben gewonnen und wir haben gelernt, dass damit Israel überleben kann, wir eine eiserne Mauer bauen müssen. An iron wall of security to show our neighbors
We are in Israel in order to stay. Es war eine eiserne Mauer des Schutzes, um unseren Nachbarn zu zeigen, dass wir in Israel hier sind, um zu bleiben. An iron wall to show our neighbors that they have no chance to penetrate it. Es ist eine eiserne Mauer, um unseren Nachbarn zu zeigen, dass sie keine Chance haben, sie zu durchdringen. An iron wall that does not even crack. An iron wall composed of the justice of our cause and our strength. Es ist eine eiserne Mauer, die keine Risse bekommt. Eine eiserne Mauer, die zusammengesetzt ist aus der Rechtfertigung unseres Anliegens und aus unserer eigenen Stärke. We've built a state with spiritual power along with military power. Und wir haben einen Staat aufgebaut mit geistiger Kraft und zusammen mit militärischer Kraft. We have built a country that has become in a short time a startup nation, which people are coming from all over the world to learn about innovation, creativity and Israeli research. Wir haben ein Land aufgebaut, das in einer sehr kurzen Zeit zu einer Startup Nation geworden ist, in die Menschen aus der ganzen Welt kommen, um etwas zu erfahren über Innovation, Kreativität und israelische Forschung. We have built a nation that is known for a Nobel Prize winners in science and literature. Wir haben eine Nation aufgebaut, die dafür bekannt ist, Nobelpreisgewinner in Wissenschaft und Literatur hervorzubringen. We have built a nation that knew to compete against all the storms, wars and difficulties and to remain a stable democracy, upholding the rights of all its citizens to freedom of religion, freedom of worship, freedom of expression and freedom of choice. Wir haben eine Nation aufgebaut, die weiß, wie sie gegen alle Stürme ankämpfen kann, gegen alle Kriege und Schwierigkeiten und wie sie dabei eine stabile Demokratie bleiben kann, die die Rechte aller ihrer Bürger aufrechterhält. Religionsfreiheit, Freiheit anzubeten, Meinungsfreiheit und auch die Freiheit, sich selbst zu entscheiden. At every intersection we have come across, we chose life. An jede Weggabelung, an die wir gekommen sind, haben wir uns für das Leben entschieden. Just like we chose life, we have chosen to build our relationship with Germany. Und so, wie wir uns für das Leben entschieden haben, haben wir uns auch dafür entschieden, unsere Beziehung zu Deutschland wieder aufzubauen. For the last 50 years, we knew how to develop these partnerships, exchange of youth delegation and joint projects, all with one common theme, freedom and life. Und in den letzten 50 Jahren haben wir gelernt, wie wir diese Partnerschaft entwickeln können, wie wir Jugendgruppen austauschen können, wie wir gemeinsam Projekte durchführen. Alles unter einem Motto: Freiheit und Leben. Ladies and gentlemen, one of the things that Israel is known for, it's her success integrating the newcomers, Jews, that came back to their homeland after 2000 years. Meine Damen und Herren, eine der Dinge, für die Israel bekannt ist, ist ihr Erfolg, in Neuankömmlinge zu integrieren. Juden, die in ihre Heimat nach 2000 Jahren zurückgekehrt sind. Fortunately, I had the privilege to serve the country well in one of the most significant roles in the rebuilding of Israel, Aliyah and Immigrant Absorption, as the director of the Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption. Und ich hatte das Glück, das Vorrecht zu haben, meinem Land gut zu dienen in einer der wichtigsten Aufgaben bei dem Wiederaufbau Israels, nämlich im Ministerium für Einwanderung und Immigration und Aliyah als der Generaldirektor des Ministeriums für Aliyah und Immigration. The State of Israel has absorbed over the years millions of immigrants. Der Staat Israel hat über die Jahre Millionen von Immigranten integriert. Since the early days of the state, we have absorbed hundreds of thousands of immigrants from Europe, exploitation, and Jews that expelled from Arab countries. Und seit den frühen Tagen unseres Staates haben wir Hunderttausende von Immigranten aufgenommen, um sie vor Ausbeutung in Europa zu retten, und auch Juden, die aus arabischen Ländern vertrieben wurden. We absorbed immigrants from the former Soviet Union after collapse of the Iron Curtain. Und nach dem Zusammenbruch des oder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben wir auch Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen. Today we are witnessing a large increase of newcomers from France, Ukraine and across Europe as a whole. Und heute sind wir Zeugen, dass ein großer Zustrom von Neuankömmlingen aus Frankreich, aus der Ukraine und aus ganz Europa in das Land strömt. Over the years, we've learned how to absorb diverse populations in a very short time. Im Laufe der Jahre hat Israel gelernt, wie sie eine sehr gemischte und unterschiedlichste Volksgruppen in nur sehr kurzer Zeit aufnehmen und integrieren können. Moreover, these populations have been integrated into all levels of Israeli society. Und diese Neuankömmlinge sind in alle Ebenen der israelischen Gesellschaft integriert worden. However, this is a very complicated challenge. Aber dennoch ist das eine sehr komplizierte Herausforderung. Keep in mind, erinnern Sie sich dran. Unlike immigrants phenomenon existing in a different countries,
Israel's newcomers were immigrants returning to the homeland. Im Unterschied zu der ganzen Migrationsbewegung, die es in anderen Ländern gibt, sind die Neuankömmlinge in Israel ja Immigranten gewesen, die in ihre Heimat zurückkehren. For over 2000 years, Jews kept praying in Ethiopia, Europe, America, Morocco, Egypt, Iran, Iraq, China, India and all over the world. Next year in Jerusalem. Mehr als 2000 Jahre lang haben Juden überall in Äthiopien, in Europa, in Amerika, Marokko, Ägypten, Iran, Irak, China, Indien und auf der ganzen Welt immer wieder dieses eine Gebet gebetet. Nächstes Jahr in Jerusalem. Returning to Israel is not similar to transition from one land to another. Und die Rückkehr nach Israel ist ganz anders als der Übergang von einem Land in ein anderes. Our ability to cope with these challenges of immigration is an important experience that we can use to help our friends around the world dealing with similar experiences. Unsere Fähigkeit, mit den Herausforderungen der Integration umzugehen, ist eine wichtige Erfahrung, die wir nutzen können, um unseren Freunden weltweit zu helfen, mit ähnlichen Erfahrungen umzugehen. Today, Europe and Germany as part of it is confronted with large immigration crisis. Heute steht Europa, und Deutschland ist ein Teil davon, vor einer großen Herausforderung, einer großen Immigrationskrise. This is a challenge both in security and in terms of values. Das ist eine Herausforderung, sowohl was die Sicherheit angeht, als auch die Frage der Werte. Here too, Israel has a lot of ability to contribute to and assist. Auch hier hat Israel viel zu geben und Hilfestellung zu leisten. On the one hand, we have experience in dealing with language training, employment, housing and education of newcomers and immigrants. In order to better absorb them. Auf der einen Seite haben wir Erfahrung, wie wir Sprachkurse anbieten können, wie wir ihnen Arbeitsplätze bieten können, Unterkunft und Bildung für alle Neuankömmlinge und Immigranten, um sie besser integrieren zu können. Every new returning Jew who arrives to Israel is entered into training course to learn how to speak Hebrew. They receive assistance in finding employment and enjoy a range of rights that allow them to get through the difficult transition to Israel. Jeder neu ankommende Jude in Israel erhält einen speziellen Kurs, wo Hebräisch unterrichtet wird. Sie bekommen Hilfe in der Suche nach einem Arbeitsplatz und sie haben auch eine große Bandbreite von Rechten, die ihnen dabei hilft, den schwierigen Übergang in Israel zu schaffen. All with regard to where they came from, the culture and the status in the country of origin. Und natürlich ist alles darauf ausgerichtet, jeweils aus welchem Land sie kommen, wie ihre Kultur aussieht oder auch welchen Status sie selber in ihren Ursprungsländern hatten. On the other end, we have security experience. Auf der anderen Seite haben wir auch Sicherheitserfahrungen. Europe currently faces a security crisis. Europa hat im Moment eine Sicherheitskrise. The open borders first appeared as a vision of hope and cooperation became source of threat and fears. Die offenen Grenzen, die zuerst als eine Vision von Hoffnung und Zusammenarbeit erschienen, sind inzwischen zu einer Quelle von Bedrohung und Furcht geworden. Europe now finds herself confronted with potential threats and fears that she has not recognized since World War II. Und plötzlich sieht sich Europa konfrontiert mit potenzieller Bedrohung und auch Ängsten, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg nie gekannt hat. This challenge, perhaps the most complex one that you must embrace and prepare for, because it is not only about education, employment and culture, it is about basic need of security. Und diese Herausforderung ist vielleicht die komplexeste, die ihr jemals hattet, und ihr müsst sie annehmen und euch darauf vorbereiten, denn es geht nicht nur um Bildung, um Arbeitsplätze oder Kultur, sondern es geht um ganz grundlegende Sicherheitsbedürfnisse. Of course, for that matter, there is in Israel know-how and long experience which we can contribute to our friends here in Germany. Und natürlich gibt es auch dabei wieder lang bewährtes Know-how und Erfahrung in Israel, mit denen wir auch unsere Freunde hier in Deutschland helfen können. But in order for us to help, Europe must first recognize the situation that she is in. Aber damit wir überhaupt helfen können, muss Europa zunächst mal die Situation erkennen, in der sie stecken. Recognize that Europe is at war against terrorism. Ihr müsst verstehen, dass Europa sich im Krieg gegen Terrorismus befindet. The recognition that there is a threat on them and a recognition that life is not as it used to be. Man muss anerkennen, dass die Bedrohung besteht und dass das Leben nicht mehr das gleiche ist wie früher. If Europe does not recognize this threat and the need to fight it with determination and intensity, the threat will only increase.
Wenn Europa diese Bedrohung nicht erkennt und wenn sie nicht versteht, dass sie sie voller Entschlossenheit und Intensität bekämpfen muss, dann wird diese Bedrohung nur noch stärker werden. The confrontation with terrorism should be sharp, clear and fast. Die Konfrontation mit Terrorismus muss scharf, klar und schnell sein. Europe must understand that the reason so many refugees are coming to our shores lies in the fact that Europe has chosen not to interfere and to let situation in parts of the Middle East that deteriorate. Europa muss verstehen, dass der Grund, weshalb so viele Flüchtlinge an ihren Grenzen landen, in der Tatsache besteht, dass Europa sich dafür zu entschieden hat, nicht einzugreifen und dass sie so zugelassen haben, dass die Situation in Teilen des Nahen Ostens einfach immer schlimmer wird. The troubling thing is that sometimes the voice of Europe is heard loudly against Israel. Und das, was an der ganzen Sache so beunruhigend ist, ist, dass bisweilen die Stimme Europas sehr laut gegen Israel zu vernehmen ist. The only democracy in the Middle East. Das ist die einzige Demokratie im ganzen Nahen Osten. But there is hardly ever European voice heard against the human rights violation and against the slaughter that is carried out daily in the neighboring countries around Israel. Aber es wird nur ganz selten jemals eine europäische Stimme laut gegen alle Menschenrechtsverletzungen und gegen alle Massaker, die jeden Tag in den Nachbarländern rings um Israel herum stattfinden. In this matter, let us try to consider the situation of Christians in the Middle East. Und nun lasst uns mal einen näheren Blick auf die Situation der Christen im Nahen Osten werfen. Where in the Middle East do can Christians live safely? Wo im Nahen Osten können Christen in Sicherheit leben? Where in the Middle East did the Christian population increase in the recent years? Wo im Nahen Osten hat sich die christliche Bevölkerung in den letzten Jahren vermehrt? And where has it been reduced and why did it happen? Und wo ist die Zahl geringer geworden und warum ist das passiert? The only place in the Middle East where Christians can practice the religion freely is Israel. Der einzige Ort im ganzen Nahen Osten, in dem Christen ihre Religion frei ausüben können, ist in Israel. In Jerusalem, the city that captures the eyes of the entire world, you can see that only since Israel liberated the old city from Jordanian occupation, were people of all faiths able to practice their religion freely without the fear of persecution. In Jerusalem, der Stadt, auf die die Augen der ganzen Welt gerichtet sind, kann man ganz deutlich sehen, dass es erst seitdem ist, seit Israel die Altstadt von der jordanischen Besatzung befreit hat, dass Menschen aller Glaubensrichtungen ihren Glauben, ihre Religion frei ausüben können, ohne sich fürchten zu müssen, dafür verfolgt zu werden. Before 1967, Jews could not pray the Western world and Christians could not worship churches in East Jerusalem. Vor dem Jahr 1967 konnten Juden überhaupt nicht an der Klagemauer beten und auch Christen konnten nicht in den Kirchen in Ost-Jerusalem anbeten. Since the liberation of Jerusalem, all religions, Muslims, Christians and Jews enjoy freedom of religion. Aber seit der Befreiung Jerusalems genießen alle Religionen, ob sie Juden, Christen oder Juden, ob es Moslems, Christen oder Juden sind, sie alle genießen Religionsfreiheit. In fact, the only place in Jerusalem where there are limitations on religious rights is on the Temple Mount, which is controlled by the Muslim authority of Waqf. Und der einzige Ort eigentlich sogar in Jerusalem, wo es noch Beschränkungen für religiöse Rechte gibt und Religionsfreiheit, ist auf dem Tempelberg, der von der muslimischen Autonomiebehörde verwaltet wird. After the 1967 war, in an effort to ease tensions, Israel decided to leave the Temple Mount Plaza, which is where the Al-Aqsa Mosque is located, in the hand of the Muslim Waqf. Und nach dem Krieg 1967, um die Spannungen zu reduzieren, hat sich Israel dafür entschieden, den Platz oben auf dem Tempelberg, wo auch die Al-Aqsa Moschee steht, in den Händen der muslimischen Waqf zu lassen. Today, that is the only place in Jerusalem where Jews and Christians cannot pray freely or even visit without fear of violence attacks. Und heute ist das der einzige Ort in ganz Jerusalem, wo Juden und Christen nicht in Freiheit beten können oder sie können noch nicht mal zu einem Besuch hingehen, ohne fürchten zu müssen, attackiert zu werden. Unfortunately, there are now many across Europe who are trying to undermine the legitimacy of the state of Israel. Aber leider gibt es heute viele in Europa, die versuchen, die Legitimität des Staates Israel zu untergraben. Such an attempt may be due, in my opinion, on one of two reasons. Solche Versuche können meiner Meinung nach jedenfalls nur aus zweierlei Gründen stattfinden. Either for misinformation due to propaganda often used to demonize Israel and lack of knowledge.
Entweder durch Missinformation aufgrund von Propaganda, die so oft eingesetzt wird, um Israel zu dämonisieren, oder einem Mangel an Wissen oder Antisemitism. Oder Antisemitismus. Anyone who knows the history knows that the Jewish people's connection to their country, on the one hand, and over the years our willingness to compromise for peace, and other hand, on the other hand, would realize that Israel is not the problem. Israel is the solution. Jeder, der die Geschichte kennt, wird wissen, dass die Verbindung des jüdischen Volkes zu ihrem Land auf der einen Seite und auch die über die Jahre bewiesene Bereitschaft, immer wieder Kompromisse, um des Friedens willen einzugehen, muss erkennen, dass Israel nicht das Problem ist. Israel ist die Lösung. Since we were exiled until we returned, there was no other independent states on the land of Israel. Seit dem Zeit unseres Exils bis zu unserer Rückkehr gab es keinen unabhängigen Staat auf dem Territorium Israels. There has never been a Palestinian state, not before 1967 and not before 1948. Es hat noch nie einen palästinensischen Staat gegeben, weder vor 1948 noch vor 1967. In fact, the name of Palestine was given by the Roman Emperor, who exiled the Jews from their country and sought to sever their connection to Israel and change its name. Also eigentlich ist der Name Palästina ja vom römischen Kaiser gegeben worden, der die Juden aus ihrem Land vertrieben hat und ihre Beziehung zu Israel zertrennen und auflösen wollte, indem er den Namen geändert hat. But always it was clear to everyone that Palestine is Judea and Israel and that the Jewish people were dreaming all the time and hoped to come back to their homeland and to Jerusalem. Aber es war eigentlich immer jedem klar und eindeutig, dass Palästina Juda und Israel ist und dass das jüdische Volk immer schon davon geträumt und darauf gehofft hat, wieder in ihre Heimat zurückzukehren nach Jerusalem. Saying to the world that the problem is in fact that Israel is not returning to 1967 borders is one of the biggest lies. Also der Welt weiß zu machen, dass das Problem darin liegt, dass Israel nicht bereit ist, in die Grenzen von 1967 zurückzukehren, ist eine der größten Lügen. Terrorist organization operated before 1967. Terroristische Organisationen haben schon vor 1967 gearbeitet. The PLO was founded in 1964. Die PLO ist im Jahr 1964 gegründet worden. Disturbances, murderers and terrorist attacks occurred before 1948. Aufstand, Mord, Terrorismus ist schon vor 1948 gewesen. And now they're trying to fight Israel through an old or new invention, boycott. Und jetzt versuchen sie Israel durch eine alte, neue Erfindung zu anzugreifen, durch Boykott. See what the boycott did. Aber schaut euch mal an, was der Boykott erreicht hat. For example, Soda Stream Factory pulls the factory from Ale Edomim, which is about 5 minutes drive from Jerusalem. Also man nimmt als Beispiel nur mal die SodaStream Fabrik, ja. Sie musste ihre Fabrik abziehen aus Male Adumim, das ist so etwa 5 Minuten von Jerusalem entfernt. Which state even by international mediators that in any agreement it will remain under Israel control. Und in allen Vereinbarungen, sogar denen der internationalen Mediatoren, ist immer festgelegt worden, dass die unter israelischer Hand bleiben wird. They had to move their activity to the Negev because of threats of boycott. Sie mussten ihre ganze Aktivität in den Negev verlegen, weil sie mit Boykott bedroht waren. But the factory didn't lose his money. Aber die Fabrik hat deswegen ihr Geld nicht verloren. And the state of Israel didn't lose the factory. Und auch der Staat Israel hat die Fabrik nicht verloren. But thousands of Palestinian workers who worked there lost their jobs. Aber stattdessen haben tausende palästinensische Arbeiter, die früher dort gearbeitet haben, ihre Arbeitsplätze verloren. The state of Israel has faced similar boycott a few decades ago, the Arab boycott. Und vor ein paar Jahrzehnten hat der Staat Israel einen ähnlichen Boykott durchzustehen gehabt, den Boykott. Many companies were afraid to come to Israel and the trade with Israel was limited. Viele Firmen fürchteten sich davor, nach Israel zu gehen und auch alle Handelsbeziehungen mit Israel waren sehr eingeschränkt. When I was a kid, there was no McDonald's in Israel. There was no Pepsi Cola. Als ich Kind war, gab es in Israel zum Beispiel kein McDonald's, gab kein Pepsi Cola. Slowly, the boycott has dissolved and vanished, and the state of Israel has become major exporter of manufacture of many products and one of the best places in the world to do business. Aber nach und nach hat der Boykott sich dann aufgelöst und ist verschwunden, und inzwischen ist der Staat Israel zu einem großen Exportmacht geworden und zu einem Herstellungsort vieler Produkte und auch einer der besten Handelsplätze in der ganzen Welt geworden. In this regard,
I always say to the boycott supporters that if they truly want to boycott Israel, they will have to stop consuming the medication they consume, stop using medical devices that they use in the hospitals, to stop using their computers and cell phone, because many parts inside them are manufactured or invented in Israel. Also in dieser Beziehung sage ich ganz oft zu denen, die eigentlich Fürsprecher eines solchen Boykotts sind, dass wenn sie wirklich Israel boykottieren wollten, sie eigentlich aufhören müssten, ihre Medikamente einzunehmen, die sie sonst immer brauchen, oder dass sie auch in ihren Krankenhäusern nicht mehr die medizinischen Geräte anwenden dürfen, die sie da haben, oder dass sie sogar ihre Computer und Handys aufgeben müssen, weil ja viele Teile da drin in Israel erfunden oder hergestellt wurden. But we cannot accept this movement. Aber diese Bewegung können wir nicht akzeptieren. Germany must not accept such a boycott and must encourage others to reject this racist phenomenon. Deutschland darf einen solchen Boykott nicht annehmen und sie muss auch andere ermutigen, dieses rassistische Phänomen abzulehnen. This ability to say no to boycott is in your hands. Und diese Fähigkeit, Nein zum Boykott zu sagen, liegt in eurer Hand. Saying that boycott is not a choice of life. Einfach zu sagen, dass Boykott keine Option ist. Say to the representatives in the government that if they will ever support boycott against Israel, they will not be elected again. Sagen Sie Ihren Vertretern und Abgeordneten, dass wenn Sie jemals Boykott gegen Israel unterstützen würden, Sie nicht wiedergewählt werden. Fortunately, we have friends like you in Germany. Aber zum Glück haben wir Freunde wie euch in Deutschland. And fortunately, Germany has become one of our closest friends of Israel. Und zum Glück ist auch Deutschland einer der engsten Freunde Israels geworden. We must work to strengthen ties, to explore more opportunities for cooperation, exchange delegation and joint work of many different projects. Wir müssen zusammenarbeiten, um unsere Beziehungen zu stärken, um mehr Gelegenheiten zur Zusammenarbeit zu finden, um Delegationen auszutauschen und viele gemeinsame Projekte zusammen zu entwickeln. So that together we can show the world that we have chosen life. Damit wir zusammen der Welt zeigen können, dass wir uns entschieden haben zu leben. This does not mean that we won't remember what happened. Das heißt nicht, dass wir uns nicht daran erinnern würden, was passiert ist. To confront the future, there is no need to forget the past. There is a need to learn from it. Um die Zukunft zu konfrontieren, müssen wir die Vergangenheit nicht vergessen, sondern wir müssen daraus lernen. Together, we will learn from the past and teach our children how to take care of the future. Zusammen werden wir aus der Vergangenheit lernen und wir werden unsere Kinder lehren, wie sie sich um die Zukunft kümmern können. Together, we can face the obstacles in front of us. We can transform our challenges into opportunities. Und zusammen können wir die Hindernisse vor uns überwinden. Wir können unsere Herausforderungen in Gelegenheiten umwandeln. And together we can promise our children a better future. Und zusammen können wir unseren Kindern eine bessere Zukunft versprechen. Thank you all and thank you for what you are doing for us. Vielen Dank für das, was ihr für uns tut.